Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Könnt ihr euch auch erinnern, in den 80ern des letzten Jahrhunderts hat man uns gesagt, die Seychellen und ja andere kleinere Inseln werden im Jahr 2000 untergegangen sein. Im Jahr 2000 hat man uns erzählt, das wäre vielleicht erst im Jahr 2020 soweit. Und nun ist man so weit, dass man merkt, dass der menschengemachte Klimawandel die Inseln wohl nicht verschlucken wird. Da trifft es sich ganz gut, dass man das damit erklären kann, dass es neue Superviren gibt, die die Eisschmelze verhindern. Wie schön, wie fein, wie toll. Da können wir uns dann schön auf das bevorstehende Sommermärchen konzentrieren und damit das auch schön wird, bestimmt die UEFA sowie die EU fast alles, so auch hier die Bierpreise. Nur die Fans, die sind einigermaßen sauer. Höchstwahrscheinlich wird das Bier so billig angeboten, dass sich jeder Vollidiot vollsaufen kann und wem gefällt das schon. Aber wir können trotzdem auf ein Sommermärchen hoffen, denn unser Spaßmacher der Nation, der neue Star der Fußballmannschaft, der ist immer fröhlich, er reckt seinen Zeigefinger in die Höhe, weil er so gute Laune hat. Und wir glauben auch nicht, dass da was dran ist, dass er das für ein Zeichen des IS hält. Wir denken einfach, er treibt seine Späßchen, er ist ein Spaßvogel und darum hat er auch das Auswärtstrikot an. Und daran sieht man schon, so ernst kann er es nicht meinen. Auch für diejenigen, die Angst vor einem Krieg haben oder es vielleicht auch forcieren. Wir wissen es nicht. So oder so kann es sein. Auch die haben Zeit für ein Sommermärchen. Denn Putin kann uns erst 2029 überfallen. Da bleibt noch viel Zeit für Politiker, für Medien, für Rüstungskonzerne, sich auf Fußball zu freuen, ein Sommermärchen zu feiern und noch 5 Jahre lang ordentlich Kohle zu verdienen. In diesem Sinne, Leute, weiterhin aufmerksam sein, dass lasst euch kein X für ein U vormachen, lasst euch keine Angst und Panik machen. Wir denken mal, Putin kommt nicht. Wir werden sehen, wie es wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.